Hallo und herzlich willkommen bei Mensch Mesh. Heute zeige ich euch, wie ihr in Affinity Photo den neuen Makrorekorder benutzen könnt, um wiederkehrende Arbeitsschritte zu automatisieren. Zunächst einmal müsst ihr den Makrorekorder natürlich erstmal einschalten. Und zwar geht das im Studio. Über Ansicht Studio findet ihr hier einmal Makro. Ich möchte aber nicht nur die Makros haben, sondern auch die Bibliothek, in der die Makros gespeichert werden. Die hole ich mir gleich dazu, wieder über Ansicht Studio und dann hier die Bibliothek. Und die schiebe ich mir auch noch mit in diese Seitenleiste rein. Ich habe jetzt einmal die Bibliothek, in der sind schon ein paar Makros drin, die von Affinity geliefert werden. Im Auslieferungszustand und hier unter Makros habt ihr den eigentlichen Makrorekorder. Makros kennt ihr aus anderen Programmen, einige von euch haben mit Photoshop gearbeitet, aber diese Funktion gibt es ja auch in den Office-Programmen von Microsoft etc. pp. So, ich öffne jetzt mal ein Foto, um ein Makro aufzunehmen und nehme hier mal dieses Foto und ich möchte in meinem Makro das Erstellen eines Rahmens um das Bild aufzeichnen. Ja, und wie ihr das vom Kassettenrekorder noch kennt oder von einem anderen Aufzeichnungsgerät, drückt ihr jetzt hier die Aufnahmetaste und damit könnt ihr die Aufzeichnung starten. Den Rahmen erstelle ich mit einem Rechteck. Dazu nehme ich hier dieses Rechteckwerkzeug. Das Rechteckwerkzeug soll selber, die Füllfarbe hier soll keine sein. Und die Rahmenfarbe möchte ich in Weiß haben. Dazu nehme ich mir hier die Farbfelder, wähle meinen weißen Rahmen aus. Und ich möchte natürlich auch eine Kontur haben, die eine gewisse Stärke hat, sagen wir mal 20 Punkte. Was muss ich jetzt noch wissen? Das Ausrichten hier. Ihr habt ja so verschiedene Punkte, da geht es um die Umrisslinie. Das spielt schon eine Rolle, ob ihr die mittig nach innen oder nach außen setzt. Ich möchte jetzt beim mittig bleiben, weil wenn ihr sie nach innen setzt, was manchmal ganz effektvoll sein kann, habt ihr das Problem, wenn ihr später, und das möchte ich in diesem Video auch noch zeigen, mit einem Weichzeichner arbeiten wollt. Also mit einer gaußschen Unschärfe. Ich bleibe also auf dieser Einstellung und klicke hier oben wieder drauf. Jetzt muss ich noch mein Bild deselektieren. Das kann ich mit der Escape-Taste machen. Ich habe mein Rechteckwerkzeug ausgewählt. Meine magnetischen Fanglinien sind eingeschaltet. Und ich gehe jetzt einfach hier oben in die linke obere Ecke und ziehe hier nach unten diesen Rahmen auf. Mir fällt gerade auf, beim Ziehen habe ich es gemerkt, dass hier noch abgerundete Ecken drin sind. Die stelle ich auch mal auf eckig. Gefällt mir besser. Und das war es auch im Groben und Ganzen schon. Hier seht ihr jetzt, welche Schritte aufgezeichnet wurden. Ich kann insgesamt vielleicht die Linie noch mal ein bisschen stärker machen. Den Rahmen so auf 35 reicht mir. Und jetzt möchte ich noch zeigen, dass ihr erstmal eine Aufnahme unterbrechen könnt. So, ich könnte jetzt beliebig irgendwo in Affinity weiterarbeiten. Oder ihr könnt auch die Aufzeichnung des Makros fortsetzen. Ganz wichtig ist, dass wenn ihr das Bild schließt, das Makro im Prinzip gelöscht wird. Deswegen müsst ihr das Makro erstmal entweder exportieren oder aber in eure Bibliothek aufnehmen. Das zeige ich mal. Und zwar habe ich hier die Bibliothek, in der ich schon so ein paar Standard-Makros habe. Ich nehme jetzt mal hier zum Beispiel so ein Black and White. Damit hat er das Bild mal eben umgewandelt in ein Schwarz-Weiß-Bild mit zwei verschiedenen Steps. Die könnte ich mir jetzt auch angucken. Möchte ich nicht. Ich mache das wieder rückgängig. Kann ich ganz normal mit Command Z wieder rückgängig machen. Oder ich gehe über die Historie. Ich möchte euch zeigen, wie ihr jetzt eine eigene Kategorie erstellen könnt. Und das funktioniert ähnlich wie bei den Pinseln.
oder bei anderen Werkzeugen. Ihr klickt hier oben drauf, sagt eine neue Kategorie erstellen, die heißt standardmäßig Makros und dann könnt ihr sie umbenennen in eure eigene und ich nenne die jetzt einfach mal Rahmen, weil ich ja jetzt einen Rahmen erstelle und wenn ich zurückgehe in mein Makro, kann ich jetzt sagen, mit diesem Symbol zur Bibliothek hinzufügen. Da muss ich jetzt natürlich die Kategorie auswählen, in der ich es haben möchte. Und zwar möchte ich es hier haben und ich möchte das einfach nur weißen Rahmen nennen, weil einen Weichzeichner habe ich noch nicht. Okay, so, das wäre mein erstes Makro. Ich kann jetzt aber auch hingehen und sagen, ich möchte dieses Makro, was ja noch aktiv ist, weiter aufzeichnen und hier noch den Rahmen mit einem Weichzeichner versehen. Daran möchte ich euch nämlich zeigen, dass es auch die Möglichkeit gibt, bestimmte Einstellungen innerhalb eines Makros durch eine Benutzerinteraktion und auch während des Ausführens verändern zu lassen. Am deutlichsten wird das an einem Beispiel. Ich gehe mal wieder auf Aufzeichnen, selektiere jetzt hier meinen Rahmen, den ich hier schon hatte, oder der ist ja noch selektiert. Und jetzt möchte ich da einen Filter drauflegen, und zwar eine gausche Unschärfe oder einen gauschen Weichzeichner. Das aktiviere ich hier. Jetzt hat er den Effekt quasi hier aktiviert und ihr seht schon, dass hier in der Makroleiste dieses Einschalten des Effektes aufgenommen wurde. Jetzt möchte ich noch den Radius ändern. Ich nehme jetzt hier mal einfach Radius meinetwegen von 20 Pixeln. Lässt sich mal wieder nicht so genau einstellen. Spielt auch überhaupt keine Rolle. Ich gehe auf Schließen und das war es eigentlich schon. So, wenn ich jetzt noch möchte, dass der Rahmen vielleicht etwas breiter ist, kann ich das jetzt hier in diesem Video machen, beziehungsweise hier direkt an dem Rahmen. Aber das würde nicht unbedingt in dem Makro nochmal aufgezeichnet werden. Ich kann es ja mal ausprobieren. Ich klicke den Rahmen an. So. Escape. So. Jetzt mit dem Zeigerwerkzeug erstmal wieder den Rahmen auswählen. Und wenn ich jetzt hier oben auf Rahmenbreite gehe, kann ich ihn noch etwas breiter machen. Der zeichnet ja noch auf. Er hat jetzt die Linienbreite festlegen doch mit aufgezeichnet. Das finde ich gar nicht so schlecht. Leider hat die hier kein Zahnrad und das heißt, ich kann das nicht beim Ausführen des Makros beim Anwender abfragen lassen. So, und da wären wir beim nächsten Punkt. Was mache ich jetzt mit diesen Zahnrädern? Ich nehme mal dieses untere, weil das obere, das hat für mich keinen besonderen Effekt. Es geht einfach nur darum, das einzuschalten. Ich klicke da mal drauf und sage jetzt, okay, das ging hier um den Radius. Der Standardwert war 60. Ich möchte den auf 0 haben. So. Und ich möchte den aber einblenden lassen und von dem Anwender individuell einstellen lassen. Das nenne ich einfach mal Unschärfe einstellen. Na. Und was bedeutet das Ganze jetzt? Das zeige ich euch mal hier. Ich lösche jetzt diese ganze Einstellung, den ganzen Rahmen und führe einfach das Makro nochmal aus. Ah, jetzt, ich bin noch im Aufzeichnen-Modus, das ist natürlich Quatsch. Steuerung Z. So, jetzt muss ich erstmal die Aufzeichnung stoppen. So. Jetzt lösche ich diese Ebene. Das wird natürlich jetzt nicht mehr aufgezeichnet. Und wenn ich jetzt das Makro ausführe, dann wird das erstmal mit einem vollgefüllten Rahmen, ohne Verlauf, ohne Unschärfe quasi dargestellt, in der Breite, wie ich sie festgelegt habe. Und jetzt hat sich hier unten aber direkt diese kleine Bearbeitungsleiste oder dieses Dialogfenster geöffnet. Und hier kann ich jetzt meine Schärfe einstellen. So, das finde ich eine ziemlich coole Geschichte. Das macht es ein bisschen benutzerfreundlicher. Ich klicke auf Anwenden und ich habe meinen fertigen Rahmen. Diese Änderung sind jetzt natürlich nicht in meiner Bibliothek gespeichert. Und deswegen muss ich das Makro noch einmal neu speichern. Ich klicke da drauf
Diesmal nenne ich den weißen Rahmen mit Unschärfe oder mit Weichzeichner. Und es soll natürlich in meiner Rahmenkategorie landen. Ich klicke auf OK und jetzt habe ich hier unter meinen Rahmen schon zweimal groß. Wenn ich hier jetzt nochmal auf den oberen klicke, der war ja noch ohne Weichzeichner, würde er den jetzt einfach nochmal oben drüber legen. Ob das jetzt Sinn und Zweck der Übung sein soll, lasse ich mal dahingestellt. Ich muss natürlich vorher eigentlich diese beiden Ebenen löschen. Klicke den weißen Rahmen an und da habe ich meinen weißen Rahmen. Oder aber ich mache es nochmal rückgängig. So ein Makro kann man auch mit einem Schritt rückgängig machen. Das finde ich auch ganz schön. Oder ich nehme hier den Weichzeichner. Ich kriege wieder mein Dialogfenster und kann jetzt hier unten wirklich schön hingehen und einstellen, wie weich das denn nun gezeichnet sein soll, wenn ich denn so einen Rahmen haben möchte. Anwenden. Natürlich sind diese Rahmen hier, ich nehme wieder mal mein beliebtes Zeigerwerkzeug. Natürlich kann ich diesen Rahmen in der Farbe noch völlig variieren und sagen, ich möchte ein dunkles Grau haben, ich möchte ein Schwarz haben, ich möchte mir irgendeine Farbe mit dem Farbwähler hier aus dem Farbrad holen, etc. Und selbstverständlich könnt ihr auch hier ganz normal eure Effekte benutzen, wie ihr das sonst auch in Affinity Photo gewohnt seid. Aber darum geht es jetzt nicht, es geht um die Makros. Jetzt möchte ich diese Makros vielleicht noch exportieren, um sie an jemand anderen weiterzugeben oder einfach eine Sicherung von den eigenen Makros zu machen. Wie geht das? Ihr könnt entweder ein einzelnes Makro wieder bearbeiten. Das ist mein Weichzeichner-Makro. Und hier oben über diese Schaltflächen könnt ihr es exportieren bzw. ein schon gespeichertes importieren. Ich mache mal diesen Export-Dialog und nenne das jetzt, das war das mit Weichzeichner, oder? Ja. Okay. So, und über diese Schaltfläche könnt ihr jetzt so verteilte Makros auch wieder importieren. Gehen wir nochmal zurück in die Bibliothek. Auch hier kann man über dieses Werkzeug eine ganze Kategorie exportieren, beziehungsweise alle Makros exportieren. Ich mache das mal, ich gehe mal auf Exportieren und nenne das jetzt Rahmen. Er nimmt den Namen der Kategorie und in diesem Rahmen stecken jetzt tatsächlich alle Makros dieser Kategorie. Ich gehe auf Sichern. Diese benenne ich mal um und nenne sie jetzt mal Rahmen Alt. Und dann möchte ich hier meine Makros importieren in der Bibliothek. Wähle mal meine Rahmen aus. Gehe auf Öffnen und jetzt habe ich hier meine Rahmen wieder. Also so könnt ihr auch super genial und einfach ganz schnell Makros weitergeben. So, noch Fragen zu Makros? Das wäre erstmal ein Einstieg. Die Ideen kommen einfach, wenn man sie benutzt, die Makros. Ich möchte noch eine Sache ausprobieren und zwar... Erstmal lösche ich jetzt wieder diese eine Kategorie. Ich kann ja die alte löschen. Und ich möchte jetzt noch ausprobieren, wie steht es denn um ein anderes Bild. Ich habe jetzt einen Rahmen aufgezogen über das gesamte Bild, der rechteckig war. Wie ist das bei einem quadratischen Bild? Oder wie ist das bei einem Bild im Hochformat? Das teste ich nochmal. Ich öffne ein anderes Bild, ein quadratisches, und möchte jetzt hier schauen, ob mein Makro funktioniert. Ich gehe mal in meine Rahmenbibliothek, nehme mal meinen Rahmen mit Weichzeichner. Et voilà, der Rahmen passt schon mal zu dem Bild. Und wenn ich jetzt noch hier mit den Cursor-Tasten kann man ja hier pixelweise weitergehen. Wenn ich jetzt mit den Cursor-Tasten hier meine Unschärfe raufziehe, funktioniert das offensichtlich.
Ich klicke auf Anwenden und ich muss sagen, ich bin mit dem Makrorekorder auf jeden Fall schon mal dahingehend zufrieden. Wenn ich mehrere Bilder mit einem Look oder ich habe immer dieses Problem mit den Rahmen, natürlich gibt es tausend andere Werkzeuge, aber ich arbeite halt einfach gerne in einer Anwendung und bemühe mich nicht noch irgendwie 10 zusätzliche extra Tools zu haben, mit denen ich weitere Aufgaben an einem und demselben Bild erstellen kann. Ich bleibe gerne in einer Anwendung und Affinity Photo ist aus meiner Sicht auf einem richtig guten Weg. Ja, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Ihr habt etwas gelernt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich über einen Like. Ich freue mich auch über konstruktive Kritik. Alles bitte unten in die Kommentare rein. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Mensch Mesh.